Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Dönzern. Heute fangen wir erstmal ruhig an mit dem ersten Part. Nächste Woche wird es dann richtig losgehen. Wir spielen Dönzern, wie gesagt, ein Rollenspiel ist das. Und wir heißen Isaac. Wie gesagt, ich werde Isaac sagen, aber egal. Ist ein Gameboy-Spiel, was ich aber über einen Emulator zocke. Den kann ich euch, weiß ich nicht, ob ich den in der Beschreibung habe, wenn ich ihn finde, ja. Aber den habe ich von Glocke gekriegt. Und wenn ich ihn finde, kriege ich dann in der Beschreibung mit dem Spiel. Und ansonsten müsst ihr selber mal Doodle, die Suchmaschine, benutzen. Kleine Vorankündigung. Steht da nicht oder was zusammen? Im zweiten Teil, Epic Spoiler, werden sehr viele Dialoge vorkommen. Genauso wie im ersten. Aber im zweiten Teil finde ich es etwas länger. Ich werde nichts vorlesen. Weil ihr könnt selber lesen und ich würde eh bloß alles zusammenstottern und das würde nicht schön werden, denke ich mal. Deswegen, ich drücke natürlich nichts durch und damit ihr in Ruhe lesen könnt. Ich werde für mich leise lesen und mein Lesetempo ist nicht gerade sehr schnell, deswegen müsste das für euch angemessen sein. Parts werde ich 15 bis 20 Minuten, also über selten erleben, dass ein Part mal länger als 20 Minuten ist, das kann ich euch auch schon sagen. Gut, dann würde ich sagen, klicken wir auf Weiter oder auf Ende. Ne, wir haben den ersten Dialog. Bekommen von unserer Mutter hat gesagt, dass ein Fels stürzt. Da sehen wir schon. Was hat sie mal 8? Wir sollten unser Mantel mitnehmen, genau. Du musst entscheiden, hast du alles, was du brauchst? Und jetzt auf Nein oder auf Ja klicken. Wir klicken natürlich auf Ja. Wir haben unser Mantel. Ein verlorenes Leben ist unersetzlich. Jetzt erfahren wir auch, dass unsere Mutter Dora oder Dora heißt. Und haben wir schon gehört. Das klingt nicht gut. Das ist kalt. Zum Dorfplatz. Natürlich ist alt genug, wir sind, weiß ich nicht, 10. Einfach mal geraten. Du kennst den Weg, gehe einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Sei vorsichtig. Damit können wir einfach mal angucken, wir gehen natürlich in Richtung Süden, dann gucken wir uns erstmal um. So, dann können wir kurz zeigen. Das, was sie hier benutzt hat, der Fänger, das nennt man Psyner, dieses Scheißwort, finde ich. Wir sind Level 1, haben 30 KP. Und 13 PP und natürlich nur Erfahrung. Kein Geld, keine Münzen. Kann man auch unser Inventar sehen. Noch Machete, ein Hemd, Tumulus, das sind Handschuhe. Und 3 mal Heilkraut. Ah, das war die Speed-Taste. Können Fässer untersuchen.
Ich suche die Renntaste, das ist die. Ich weiß noch nicht alle Tasten. Ich habe mir das vor ewiger Zeit mal eingestellt, aber ich weiß nicht, ich spiele das mit Gamepad übrigens. Das ist schon, weil ich so gerade Dings. Also nicht wörtlich schräg laufe. Ich weiß nicht, ob ich mir das mal auf Tastatur umstelle, aber den ersten Part werde ich jetzt erstmal mit Gamepad spielen. Wie Eis, Alter. Natürlich kommen wir euch zu rein. Keine Bekanntschaft mit einem großen Felsen machen. So, nachdem er raus ist, gucken wir erstmal, ob es was zu plündern gibt. So wie sie das gehört für einen relativ klein aussehenden Jungen. Da tun schon der erste Fels, der uns den Weg versperrt. Ich werde das bestimmt nicht umstellen. Tun wir auch nicht an. Wo geht's denn dann an? Oh, bin nochmal da. Will wo jemand seine Habseligkeiten mitnehmen. Wie, du willst, dass ich mein ganzes Zeug einfach am Stich lasse? Ja. Ja. Genau. Das ist jetzt zu tun. Geralt gehört zu unserem Team. Sagen wir Geralt noch, der genau gleich ausgerüstet ist, bloß dass er 2 Heilkräuter hat. 32 KP und 12 PP. Es ist Geralts Schatzkiste. Major, können wir reingehen? Nein. So, den lernen wir. Ach, Alefblatt hieß da genau. So wollen wir genau zum Alefblatt gehen. Wir sind nach Süden. Der Felsen erfällt. Ihre Synergie benutzen, die Felsen aufzuhalten. Wir können die nicht länger aufhalten. Felsenkampf, wir müssen uns beeilen. So, da kommen wir nicht lang. Schön einseitig. Da hätten wir aber eigentlich lang gemusst. Du fuck den Felsen. Kann man nicht hoch. Wen haben wir hier? Steinschlag, der Zaun. Überall Monster. Schwer verletzt, glaubst du auch, dass ich sterben werde? Können jetzt natürlich fies sagen, ja. Sei natürlich nein, wir wollen mir helfen. Und jetzt merkt er, dass er nicht verletzt ist. Das glauben wir dann natürlich, dass die Sache nicht verloren ist. Da haben wir ein weiteres Leben gerettet. Und unser erster Kampf. Eine Beißmaus. Hat keine Sinn, wir sind bloß drauf preschen. Ich hoffe, das mit den Ton passt. Ich habe mich da schon mal ein bisschen dran probiert. Für mich ist das sehr laut, aber für die Aufnahme ist das gut. Für meinen Open Broadcaster-Dienst, wie auch immer das heißt. Schaden und wir haben sie besiegt. Wir haben 2 bunte und 2 Münzen.
die daher natürlich die Münzen und die Punkte. Punkte. Die Münzen, klar, die werden zusammengetan, aber. Und der nächste geht dann die Fledermaus. Kein kritischer Hit. Kritischer Treffer. Er kann natürlich durchgehen, aber dieser Weg ist auch versperrt. Ja, zwei Pestpilz. Na, wir schützen Tweaken uns erstmal auf einen, der schon mal weg ist. Dann werden wir den ersten Schaden genommen. Sind zum Glück noch nicht allzu stark, sodass selbst zwei junge Leute damit noch fertig werden. Ja, können wir nicht hoch. Ich gehe auf den Felsen laufen. Schon sagen, den ersten Teil habe ich bloß einen Teil gespielt, also ich habe nicht alles gespielt, also ich kenne nicht alles. Den zweiten Teil habe ich auf dem Gameboy gespielt, zigtausendmal, aber das ist auch ewig und 30 Jahre her. Oh nein, mein Bruder! Heile durch, Felix, das ist also Felix, der den Stein hängt. Sich krampfhaft versucht am Leben zu bleiben. Nein! Deine Mädchen kann natürlich nicht hingucken. Sorry. Falls man das mit dir sich für ihn zu tun. Da sehen wir schon. Kai und Dora wieder. Wir müssen Hilfe holen. So, gerade fast gestorben. An dem Schluck trinken. Dein Bruder zählt auf dich, Jenna. Das ist also Jenna. Jenna oder Jenna oder wie auch immer. Ich suche noch jemanden, der noch Handy hat. Ja, tu dies. Rette deinen Bruder. Und dann hat sie. Hier sind wir. Wir haben natürlich gesehen, wir die nicht haben gesehen. Dass er Hilfe braucht, und wir müssen auch Hilfe holen. Natürlich. Wir wollen ihn doch retten. Und wir folgen jetzt Jenna. Ich den Namen in jeder Folge wahrscheinlich anders aussprechen, entschuldigt das. Aber manche Namen, die sich einfach Englisch wie Isaac. Ist einfach eigentlich ein englischer Name ist. Und Jena kann man so nennen. Und auch Jenna. Wenn ich ja Jenna, aber. Das ist egal. Mit dem wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Für die Kiste. Da finde ich doch. Reden wir mit deinem Vater mal. Die Türen sind drin, sind nicht für uns. Das heißt, wir verbießen uns wieder. Eine Weißmaus und eine Fledermaus. Boah. 6 Damage. Das hat gerade sie bloß.
1 statt ausgehalten hat. Oh, so langsam verschwenden wir lieber meinen Heilkraut. Man weiß nie. Ich will nicht gleich bei den schwächsten Monstern schon sterben. Aber nichts. Die Musik ist schön. Scheune, kann man rein? Nein. Habe ich durchsucht. Ja, das Haus. Klein und flink. Als Schlüssel ist nichts, im Topf ist nichts und in dem auch nichts. Nun zu Stuff drin, Alter. Mann. So. Bevor wir auf den Dorfplatz gehen, beende ich den Part und damit machen wir am Montag dann weiter. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.